Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, ich habe einen Kommentar bekommen von Giorgio Giorgio und er fragt, warum machst du jetzt nur kurze Videos? Kein Video auf der Straße? Wir haben von Vietnam nichts gesehen. Ja, gute Frage. Also, warum mache ich jetzt nur kurze Videos? Naja, erstmal eine gute Nachricht. Ich mache jetzt jeden Tag ein Video, ja, das heißt, ihr bekommt gutes Material auf YouTube oder ihr bekommt diesen Vlog, ja, ihr bekommt Videos ohne Untertitel, aber wie immer mindestens ein Video pro Woche mit Untertiteln. Und ja, warum mache ich nur kurze Videos? Nun, was man sieht, ist ein kurzes Video. Was man nicht sieht, ist, was ich sonst noch alles mache, ja? Und der Grund ist, dass ich einfach keine Zeit hatte, ja? Ich habe jetzt 36 Episoden für den Authentic German Learning Podcast im Voraus vorbereitet und der Podcast ist jetzt verfügbar, authenticgermanlearning.com/podcast. Und ja, das ist der Grund, warum ich keine Zeit hatte, Videos zu machen. Ja, ich wollte diesen Podcast für euch machen. Und außerdem, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich eine PDF für euch produziert und ich habe einen Workshop gemacht über Präpositionen, weil viele Leute gesagt haben, hey, wir wollen über Präpositionen lernen. Ja, Präpositionen ist das Allerwichtigste im Moment für uns. Das habt ihr gesagt und deswegen habe ich einen Workshop gemacht über Präpositionen. Ja, das heißt, ich verstehe, warum dieser Mensch denkt, warum ist es jetzt nur so wenig? Aber was man nicht sieht, ist, dass ich noch ganz viele andere Dinge gemacht habe. Und falls ihr wollt, dass ich mehr YouTube-Videos mache mit Untertiteln, dann bitte ich euch auch mir etwas im Gegenzug zu geben. Ja? Und dazu geht ihr auf authenticgermanlearning.com/spenden oder /donate, ja, authenticgermanlearning.com/donate. Denn es kostet sehr viel Zeit, es kostet sehr viel Geld, diese Videos zu machen. Also die Videos mit Untertiteln, was kostet mich pro Video? 5 Stunden, mindestens. Okay, und das ist nur ja, eine Bitte, die ich habe, gerade für Leute, die sagen, hey Marco, deine Videos helfen mir sehr viel oder hey, kannst du ein Video über dieses Thema machen? Oder hey, kannst du mehr Videos machen? Kannst du längere Videos machen? Kann ich machen, ja? Aber bitte habe Empathie dafür, wie es aus meiner Position ist. Ja? Ich mache diese Videos und ich stelle sie frei verfügbar. Und wenn Leute mir ganz viele Anfragen stellen, sagen, hey, mach das, mach das, mach das, dann ist es einerseits sehr hilfreich, ja, ich brauche das Feedback, ja, das Feedback ist sehr hilfreich, weil ich weiß, was ich verbessern kann, ich weiß, ich bekomme Ideen von euch, aber andererseits denke ich mir auch so, hey, wo ist die Dankbarkeit, ja? Wo ist die Dankbarkeit für meine Arbeit, ja? Die Leute, die sagen, hey, Marco, mach mehr Videos, mach längere Videos. Ich frage mich manchmal, ob diese Leute auch realisieren, dass das sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt. Okay, das nur zur Information, wie es aus meiner Sicht ist, aber ich habe auch sehr viel Empathie dafür, wie es für euch ist. Ja, ihr seht, was ihr seht und ich bin genauso, wenn ich einen YouTube-Kanal schaue, dann denke ich auch, oh, das ist toll, ja, ich möchte mehr haben, mehr. Aber man muss auch realisieren, dass es sehr viel Zeit kostet. Und
Sorry, meine Stimme ist gerade nicht so gut. Ich bin ein bisschen krank. Aber das hält mich nicht davon ab, weiter YouTube-Videos zu machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, hey, wenn du wirklich meine Videos sehr magst und wenn du wirklich möchtest, dass ich mehr Videos mache, dann bitte gib mir auch etwas zurück. Ja, authenticgermanlearning.com/donate. Vielen Dank und voraus. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.